Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Altstadt Holdings. Läden und Büros in Downtown Vancouver. Wesentlich einfacher, neue Ideen durchzusetzen in Deutschland wie in Kanada. Man denkt ja immer, es ist in Deutschland ist alles viel, viel enger. Es stimmt aber absolut nicht. Meine Erfahrung ist, in Deutschland kann ich sowohl im Energiebereich als auch in der Fassadengestaltung neue Dinge entwickeln, was ich in Kanada überhaupt nicht die Möglichkeit habe, weil da sofort wieder die Stadt sich einmischt, dann kommen die Insurance, dass ich für nichts Versicherung kriege, wenn ich irgendwas mache, was nicht ins Raster passt. Und wenn ich mich so umgucke hier, jedes Haus hat einen völlig anderen Gestaltungswille, andere Materialien. Das würde ich eigentlich kaum sehen. Ich finde immer unsere Fassaden, in Vancouver die Fassadengestaltung, es ist immer aus dem gleichen Katalog. Ich kann vielleicht wählen, ob ich einen Braunton oder einen Grauton habe, aber sonst ist es eigentlich keine große Variation. Ich tue mich auch schwerer, Materialien zu kriegen, weil wir in Vancouver einfach gar nichts produzieren und alles irgendwie von weit her kommt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Ahorn TV. Tja, also es ist nicht immer alles so rosig, wie man sich das vorstellt. Das war eben nämlich gerade Inge Rücker. Sie ist Architektin und Associate Professor an der hiesigen University of British Columbia in Vancouver. Sie ist Spezialistin in Passivhausbauweise. Ihr Titel ist, das habe ich mir aufgeschrieben, Passive House Trained Professional. Und sie ist gewappnet, nämlich 2030 muss jedes Haus in Vancouver, das neu gebaut wird, als Passivhaus gebaut werden. Ja, und was es genau bedeutet, wird sie uns gleich mal erzählen in dem Beitrag. Und auch die Leads-Kategorisierung, das ist auch interessant. LEEDs. Viele verwechseln nämlich Leads und Passivhaus. Und das werden wir euch gleich auch nochmal erklären. Wir waren auf dem Buga-Gelände der Bundesgartenschau, die ja dieses Jahr in Heilbronn stattfindet. Und sie hat uns da mal so eine Tour gegeben. Wir haben dann noch einen zweiten Teil für euch vorbereitet. Den seht ihr in einer der nächsten Wochen. Dort werden wir ein bisschen mehr detailliert in die Holzbauweise reingehen. Holzhäuser kennen wir ja hier in Kanada zu Genüge. Aber das Interessante ist, auf dem Gelände in Heilbronn, auf dem Buga-Gelände, ist derzeit Deutschlands höchstes Holzbauhaus aufgestellt worden. 9 Stockwerke hoch, also die gesamte Struktur besteht aus Holz, hauptsächlich aus Holz. Und wir gehen da mal in die Details rein und sie wird das alles genau erklären, wie die verschiedenen Schichten von Holz aufeinander gebaut sind, der Vergleich auch im Speziellen mit Kanada. Wirklich sehr interessant. Also bleibt am Ball, zweiter Teil wird irgendwann demnächst jetzt folgen, in den nächsten Wochen. Also dann, viel Spaß. You're alone, you're from a different culture. From white to black almost, you know? And we were the gray, the immigrant was the gray. Du kannst nie deine Heimat verlassen im Herz. Die Heimat ist immer da. I'm proud to be a Canadian, German, or a German-Canadian. Wir sind in Heilbronn, das ist meine Geburtsstadt, meine Heimatstadt. Es ist ungefähr 60 Kilometer nördlich von Stuttgart. Es ist die Stadt, auch eine Stadt der Autobauer. Hier sitzt Audi und auch Porsche. Sind natürlich auch ganz nah an Stuttgart mit Mercedes. Deutschland hat ja eine lange Tradition der Gartenausstellungen und dieses Mal hat Heilbronn den Zuschlag bekommen für die Bundesgartenschau. Und das Spezielle daran ist, was nicht immer der Fall ist, aber das ist auch eine Wohnbauausstellung.
Und in diesem Zusammenhang hat die Stadt hier ein Quartier entwickelt, was sie Wohnen der Zukunft nennt. Und es sind, glaube ich, 28 Häuser und wahrscheinlich genauso viele Planer und Planungsteam zugange. Und jedes Haus verkörpert eine andere Idee der Wohnen der Zukunft. Es gibt dann einen einen Städtebau, der die Grundvorgaben vorgibt. Das sind einfach immer die Höfe, die zentrale Punkte sind für die Bebauung. Es ist auch kein neues Konzept, sondern die alte Stadt Heilbronn war eigentlich auch auf einer Hofstruktur aufgebaut, in dem dann immer die Fußgänger fußläufig gehen man von Hof zu Hof und die Autos fahren außen im Karree. Ähnlich hat man jetzt die Stadt der Zukunft auch wieder gestaltet. Sie ist ganz nah an der Innenstadt, alles fußläufig zu erreichen. Mit der Nachkriegszeit hat man angefangen, Struktur Infrastruktur aufzubauen. Mhm. Infrastruktur aufzubauen. In Deutschland, klar. Dann fließt eben immer Geld da rein und da gibt es dann Strukturen, die dann bleiben. Und zum Beispiel wir dann jetzt nach der Bundesgartenschau die ganzen grünen Hügel, das gibt wieder nochmal so ein Zeilen, nochmal eine Zeile Housing. Also die Bundesgartenschau ist was typisch Deutsches eigentlich, ja. Ne? Also man findet sie nicht hier in Frankreich oder sonst was. Oder ich europaweit. Weiß nicht, die haben vielleicht auch was, aber Bundesgartenschau heißt ja schon, dass es gibt immer alle 4 Jahre eine Bundesgartenschau. Und man wählt dann immer eine Region, die eigentlich neue Infrastruktur braucht. Und es wird dann praktisch langfristige Infrastruktur herbeigestellt und dann auch kurzfristige. Und über die 6 Monate ist es eigentlich so ein Touristenmagnet, wie jetzt zum Beispiel die Expo. Und wie gesagt, dieses Mal speziell, dass es nicht immer ist, dass es auch noch eine Häuserausstellung ist. Also das ist jetzt ja typisch so die Höfe. Um die sich dann immer diese 5-geschossige, manchmal auch 6-geschossige Häuser rumwickeln. Und dann ist praktisch jedes Haus hat einen anderen Architekten, ist aber auch ein völlig anderes Haus. Also zum Beispiel hier nebenan, das ist die beschützende Werkstätte, das sind dann betreutes Wohnen für Behinderte sozusagen. Die zwei gegenüber, das sind Kondos. Und für Familien, also es sind recht große Wohnungen und da hat man dann auch Architekten von ganz Deutschland hergeholt, das war ein Wettbewerb und so entsteht eigentlich so die Vielfalt und das ganze Viertel ist eigentlich immer so aufgebaut, dass es immer so Familien, sag ich mal, um einen Hof gibt. Also die Materialität war auch ein großes Thema, alle Häuser sind unterschiedlich gestaltet. Was wir vor uns hier sehen ist Graffiti Concrete. Das ist ein weiß eingefärbter Beton, der dann nochmal mit einer Fototechnik sozusagen bearbeitet ist und da das Aggregat eigentlich bei den Gräsern das Aggregat rauskommt. Okay, was wir hier jetzt sehen, ist ein Holz-Aluminium-Fenster und das ist natürlich, sieht man schon mal hier, also ist aufgebaut für einen Wärmeschutz mit einer Alu-Verkleidung außen und was natürlich anders ist hier als die Fenster in Kanada ist, dass es eine Dreifachverglasung ist. Inzwischen gibt es auch in Europa oder in Deutschland nichts mehr außer Dreifachverglasung. Und da kann ich natürlich innen völlig neben dem Fenster sitzen, da würde ich überhaupt keinen Luftzug nicht spüren, das ist völlig dicht. Und das ist eigentlich so der Standard jetzt im Fensterbau, was natürlich auch völlig unterschiedlich ist. Die Fenster in Deutschland gehen nach innen auf. In Kanada nach außen und das ist natürlich ein ganz anderes System, das drückt da dagegen, da habe ich totale Luftdichte im Vergleich zu, wenn es nach außen aufgeht. Warum das in einem Land so und so ist, kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, wenn ich hier eins möchte, das nach außen aufgeht, dann bekomme ich das nicht. Wenn ich in Kanada eins will, das nach innen aufgeht, war das bis jetzt immer unmöglich, aber durch das Passivhaus, wenn ich ein Passivhaus mache, dann waren die Fenster alle aus Europa importiert, aber inzwischen gibt es 2, 3 Firmen in Vancouver, die auch diese Fenster machen und die gehen dann auch nach innen auf.
Gemeinschaft, die das selber auf die Beine gestellt hat, die dann alle hier wohnen. Und die Fassade ist ganz interessant. Das ist eine Doppelstegplatte, Kunststofffassade. Also natürlich, das Haus hat erst Betonwände, dann die Dämmung und dann kommt nochmal diese Doppelstegplatte, die eigentlich ganz herkömmlich in jedem Baumarkt erhältlich ist, aber durch die Gestaltung eigentlich dann ganz gut daherkommt. Die Fensterläden kommen die bekannt vor. Ja, ähnlich. Vancouver. Den ich in Vancouver habe, ja. Aber die aus Vancouver sind nicht von hier importiert worden? Nein, die in Vancouver sind Treppenstufen aus dem Industriebau, die ich einfach länger bestellt habe und lackiert habe. Also die selber gebastelte Geschichte. Was traditionell eigentlich die Arbeit vom Architekten ist, neue Dinge zu entwerfen. Und wir sind eigentlich inzwischen so gewöhnt, dass wir nur aus dem Katalog bestellen, dass man schon sagt, dass es nicht mehr normal ist, dass man was selber neu entdeckt oder neu gestaltet mit herkömmlichen Materialien. Und somit war es auch nicht besonders teuer, weil es ja aus dem Industriebau ein Material ist, einfach mal anders eingesetzt, wie es im Katalog eigentlich vorgesehen ist. Und im Prinzip sind die Fassaden ja immer gleich. Es ist ein tragendes System hinten, dann kommt eine ganz dicke Dämmung. Inzwischen ist man hier bei 20 cm Standard. Und dann kommt die vorgehängte Schicht. Und mir schimpft ja immer, dass der Efeu die Fassade kaputt macht. Aber hier mit einer Betonfassade, da kann das Efeu gar nichts tun. Und dann noch die vorgehängte Raster sind also diese Vorbehalte, die man immer hat bei grüner Fassade, weg. Und was natürlich auch in der Stadt ganz toll ist, es gibt natürlich Lebensraum für die Vögel. Ganz interessant ist auch, es geht hier nicht nur um die Materialität der Häuser, sondern auch die unterschiedliche Entstehensweise und die unterschiedliche Kultur danach. So gibt es zum Beispiel die Coop-Häuser, wo sich einfach eine Gruppe Leute zusammengetan hat, das Haus zu entwickeln. Es sind aber auch die Diakonie hat Häuser für sozial benachteiligt. Die Stadt hat in Eigenregie auch Häuser. Interessant, die Stadt hat ein Holzhochhaus, 9 Geschosse, entwickelt und es ist momentan noch das höchste Holzhochhaus in Deutschland. Wow. Es gibt dann auch normale Kondominiums. Es sind dann die Stadthäuser, sind zu mieten. Also es ist die, sag ich mal, der ganze Querschnitt einer Stadt in einem Viertel vereint. Ja. Also richtig so ein, im Grunde genommen regelrecht ein Experiment. Ja. Wohnbauexperiment, neue Stadt. Ja. Wie kann Stadt aussehen? Inklusiv, wie nennt es hier? Inclusion nennt es hier. Und hier sind auch alle sozialen Gruppen vertreten. Richtig. Hier sehen wir auch mal einen Kindergarten. Sind dann auch gleich die Infrastruktur, ist auch mitgeplant. Ist es nicht das, was eigentlich Vancouver immer sein wollte? Ja. Da schaffen Sie es nicht? Ja. Sie sind dran. Du hast eine Lizenz für Kanada und für Deutschland. Ja, wenn wir jetzt hier gegenüber, das ist auf der anderen Seite, das war eins meiner ersten Gebäude, die ich hier in Heilbronn gebaut habe. Das muss ich jetzt nicht zeigen, aber... Habe ich schon. und da wir dann auch dieses Studentenwohnheim kommen. Das war auch ein Industriegebiet hier. Wenn wir auf die Seite gucken, da geht dann so ein Kanal in den Neckar, da sehen wir den auch noch da drüben. Und man sieht da geradeaus, sehen wir ja diesen Speicher, der jetzt oben auch nochmal Glasturm drauf hat. Es war also ganz entlang, typisch wie alle Städte, entlang vom Wasser. Das schönste Gebiet war eigentlich immer für die Industrie bereitgelegt. Und somit, denke ich, kam es auch zu der Bundesgartenschau hier, dass man gesagt hat, mit dieser Industriebrache, die man eigentlich nicht mehr braucht, ein neues Stadtviertel zu machen. Das ist ja fast so ähnlich wie das Olympic Village am genau. Falls Creek. War genau. ja auch absolute genau. Industrie vor 20, genau. 30 Jahren. Kann man schon vergleichen mit Olympic Village. Ich denke, es ist ein bisschen größer, aber kann man eigentlich, ja. Und sage ich mal, im Vergleich zu der Stadt jetzt ist es größer. Weil die Gartenschau weg ist, wird man anfangen weiterzubauen auf dem Teil von dem Gelände. Und der See in der Mitte und Teil der Anlage wird natürlich bleiben. Also auch hier ist Nachhaltigkeit und Sustainability wichtig. Natürlich, das ist Nummer eins. Ich denke aber auch, das sind wir schon viel länger wie in Kanada, dass man beim Bauen nachhaltig baut. Mhm. Die Werte,
wenn wir jetzt vom Passivhaus in Kanada sprechen, wir sind eigentlich schon seit 20 Jahren fast am Passivhaus für den normalen Standard. Wann ist der Passivhausstandard vorgegeben in Kanada? Also ab 2030. Ab 2030 müssen Developer alles in Passivhaus, also soweit es möglich ja, ist. Ja, es wird ja heute schon, die Developer fangen an, die Mietshäuser, die sie behalten, die werden jetzt schon in Passivhaus gebaut, was viele auch nicht wissen. Wenn ich in Passivhaus-Konstruktionen baue, kann ich, wenn ich Rezoning mache, kann ich das reinnehmen in die Amenity Contribution Payments. Und auch wenn ich als Privatmann ein Passivhaus baue, bekomme ich auch Incentives von der Stadt. So, jetzt sehen wir mal hier so einen Innenhof, einen offenen Innenhof, der zum Wasser sich öffnet. Und die unterschiedlichen Häuser mit der Spielmitte dann. Und jeder der Höfe hat ein anderes Thema. So dass dann die Durchmischung kommt und die Leute sich je nachdem, Kleinkinder oder nicht, in den unterschiedlichen Höfen treffen können. Passivhausstandard, wollte ich noch was dazu sagen, kommt aus Deutschland. Name hört sich ja schon so an. Es kommt aus Darmstadt, da gibt es das Passivhaus-Institut. Und ich denke, es ist jetzt schon 30 Jahre her, 25 Jahre her, als sie diesen Standard entwickelt haben. Und der Unterschied zu dem LEED-System, das wir eigentlich in Kanada kennen, ist, dass LEED eigentlich auch schaut, wo die Materialien herkommen und so weiter, wo das Passivhaus rein sich um die Primärenergie bemüht, was verbraucht das Haus an Energie. Man kann ein normales Wohnhaus in Passivhaus-Standard mit einer Kerze erwärmen. Weil ich habe einfach keinen Wärmeverlust und wenn ich dann eine kleine Wärmequelle im Haus habe, kann ich praktisch das Haus erwärmen. Also man sagt, mir kommt in Vancouver mit $100 im Jahr Heizkosten hin. Und es geht einfach darum, die Kritiker sagen, man kann auch ein ungesundes oder ein unökologisches Passivhaus machen, weil ich kann natürlich mit Styropor oder mit ölbasierten Materialien das Haus dämmen. Es geht einfach nur darum, dass ich keinen Wärmeverlust habe. Ich kann aber auch ein LEED-Passivhaus machen. Ich kann auch Materialien wählen, die ökologisch sind und trotzdem diesen Standard erreichen. Ich kann im Umkehrschluss ein LEED-Haus haben, da zieht es aber überall rein. Weil ich kriege ein LEED-Punktesystem und da kann ich das tun, wie ich will, aber es muss nicht unbedingt so dicht sein. Aber das Passivhaus, was es eigentlich davon absetzt, ist, dass ich einfach warm bin und man in Vancouver argumentiert man auch, dass das Passivhaus man eigentlich nicht nur über die Energie definiert, sondern dass es einfach ein angenehmes Wohnen ist. Ich habe keinerlei, ich kann neben der Scheibe sitzen, es wird nicht kühler sein, es gibt keinen Zug, es ist einfach ein sehr angenehmes Wohnen. Sehr untypisch für Deutschland die Holzschindeln, was wir ja eher aus Kanada kennen. Und hier hat man mal sich überlegt, ob man mit den Holzschindeln eine Fassadenbekleidung macht. Was für uns in Kanada so ganz normal ist hier so als Besonderes zelebriert. Und da ging es natürlich auch wieder um die Langlebigkeit einer Fassade. Und so die Holzschindeln weiß man auch in Kanada, dass die eine 50 Jahre Lebensdauer haben, weil die einfach eine Patina bekommen und dann eigentlich total pflegeleicht sind. Interessant hier auch ist, also im Vergleich zu den Wohnungen, die ich so in kanadischen Hochhäusern kenne, es sind recht große Wohnungen und es ist wirklich so gedacht, dass Familien da leben können, was ja oft in Downtown Vancouver nicht der Fall ist, weil die Wohnungen einfach nicht geschnitten sind für Familien. Zum Beispiel in dem Haus mit dem Laubengang, da sind glaube ich zwei Wohnungen pro Geschoss. Also die sind relativ groß mit zum Teil 3-4 Schlafzimmern, wo es dann wirklich möglich ist, dass eine Familie Langzeit hier auch wohnt. Und die geht durch bis nach hinten? Ja, die geht durch bis nach hinten. Wow. Das ist der gleiche Erbauer. Dieses Gebäude mit dem Schingel und das daneben. Ja, zwei unterschiedliche Architekten. Baumschlage Ebele ist ein Architekt aus Österreich.
weil es war ja ein Wettbewerb und da hat dann jeder geschaut, dass sie aus Deutschland die Architekten für sich gewinnen, die eigentlich schon bekannt sind für Wohnungsbau. Und Baumschrecke Eberle ist ja sehr bekannt für eine Wohnungstypologie, die wir hier schön sehen, die einfach außenrum die Schlafzimmer hat und die Küchen und Bäder in der Mitte. Und der Gedanke ist, dass die wärmeerzeugenden Räume, sprich die Bäder und die Küchen, sind in der Mitte und und nach außen hin sind die kühleren Räume. Ah ja. Das hat dann auch was also mit dem Energiekonzept zu tun. So, und wenn wir jetzt hier weitergehen, da ist dann hier vorne nach dem Weißen kommt ein Holzhaus. Das ist ja auch am höchsten gebaut. Genau. Es auch ist, interessant. Es ist momentan das Deutschlands höchstes Holzhaus. Es sind 9 Geschosse und es ist eine Fertigteilbauweise. Die Decken sind Massivholz und werden sichtbar bleiben. Außen wird man natürlich nichts vom Holz sehen, aber im Innenraum denke ich schon. Wir versuchen mal reinzugehen. Worum geht es denn dabei, dass man mit Holz baut? Weil es einfach Qualität oder? Ich meine, die CO2, diese Frage, die wir natürlich alle auf unserer Erde haben, wie bauen wir mit weniger CO2-Verbrauch? Wir wissen ja alle, dass der größte CO2-Producer ist, wie wir bauen. Und Holz ist ein nachhaltiger Stoff und man versucht jetzt mal, wie weit kann man denn praktisch andere Materialien im Bau ersetzen, indem man wieder zurück zum Holz geht. Ja. Deutschland hat ja eigentlich eine Kultur, nicht überall, aber im Süddeutschen garantiert, traditionell mit Holzbau. Man hatte damit statisch Holz hergenommen und dann mit Lehm und Stroh ausgefügt. Und was ja völlig anders ist als ein Holzbau, den wir in Kanada kennen, hat er natürlich dieser solide Holzbau mit diesen großen Elementen, hat natürlich nicht diese Brandschutzprobleme, die wir in Balloon Framing oder Lightwood Framing haben. You're alone, you're from a different culture. From white to black almost, you know? And we were the gray, the immigrant was the gray. Du kannst nie deine Heimat verlassen im Herz. Die Heimat ist immer da. I'm proud to be a Canadian, German, or a German-Canadian.